Die relativ durchwachsenen Prequels haben wir mit letztem Part abgeschlossen. Ab heute geht's los mit der originalen Trilogie, Episode 4, eine neue Hoffnung. Ich hoffe, ihr habt mega Bock drauf. Chewbacca haben wir schon kennengelernt und ich hab so Bock, Leute. Es geht los, Kapitel 1, geheime Pläne. Episode 4, eine neue Hoffnung. Kapitel 1 – Geheime Pläne. Es herrscht Bürgerkrieg. Die Rebellen, deren Raumschiffe von einem geheimen Stützpunkt aus angreifen, haben einen Sieg gegen das galaktische Imperium errungen. Während der Schlacht ist es Spionen der Rebellen gelungen, Geheimpläne über die absolute Waffe des Imperiums zu erbeuten, den Todesstern. Eine bewaffnete Raumstation mit genug Feuerkraft zur Vernichtung eines ganzen Planeten. Verfolgt von den Agenten des Imperiums jagt Prinzessin Leia an Bord ihres Sternenschiffes nach Hausers Hütten. Ich hab das gar nicht fertig lesen können. The fuck? Oh, wir haben die geheimen Pläne, Leute. Und wir bauen gleich das erste Mal was zusammen, ohne die Macht zu benutzen. Auch wenn Leia, wie wir später erfahren, durchaus die Macht nutzen konnte. Na gut, zum Zeitraum von Episode 4 war sie wahrscheinlich dazu noch nicht ausgebildet, aber er versteht schon. Und du bist Captain Antilles? Antilles habe ich noch nie gehört. Kennt man den? Ah, es hat das aufgemacht. Und das können wir zerstören. Und es hinterlässt hinten Cliver. Mehr oder weniger. Okay. Also, Leia ist noch nicht direkt bei Vader. Aber vielleicht müssen wir uns hervorkämpfen. Oder flüchten. Oh Gott. Von der linken Seite kommen die. Okay. Und die kommen wir nicht durch. Macht doch wieder sehr viel Sinn, dass wir auf einem Rebellenschiff die dunkle Seite brauchen. Oh, und da kommen sie durch. Die Sturmtruppen, die leichter zu besiegen sind als die Droiden. Ja, moin. 3PO. Der haust hier irgendwo herum. Das heißt, weiß nicht, ob wir mit dem zurückkommen können hierher. Wir werden es sehen. Ah. Ich sehe schon ein paar Sachen. R2. Lol, genau, wir können das Geld ja einsammeln, weil wir das Power-Up haben. Nice. Leider gilt das nicht für das Minikit. Okay, wir brauchen einen kleinen Charakter. Den wir wahrscheinlich aber nicht bekommen werden. Na gut. Episode 4. By the way. Nein! Krieg ich das Geld so noch? The fuck? Es ist einfach weggepackt. Episode 4, by the way. Mein, na, ich weiß nicht, zweit- oder drittlieblingsfilm, der rankt sich ein wenig mit Episode 3, aber ich glaube, er ist auf
Platz 2. Habe übrigens ein Ranking gemacht. Das könnt ihr anschauen auf diesem YouTube-Kanal. Als auch auf meinem... Na, die kann der nicht durch, ne? Ne. Als auch auf meinem Review-Kanal. Dort soll auch ein bisschen mehr kommen. Könnt ihr euch auf jeden Fall geben. Da kommen wir nicht hoch. Und wir sind schon fast wahre Jedi. Vader! Weg mit dir! Aber er hebt seine rechte Hand. Was das wohl zu bedeuten hat. Ja. Aber ihr könnt das zum Explodieren bringen, oder? Zumindest das mal. Hallo? Da ist das andere auch? Ja. Ah, okay. Und das auch noch. Triff doch mal. Leia. Okay. Wir haben ihn verscheucht. Aber wir werden ihn wieder bekommen. Bisschen komisch, dass wir ihn verfolgen und nicht er uns, wie es im Film ist, aber okay. Wir wollen ihn ja aufhalten. Nur Kopfgeldjäger. Das macht ja absolut keinen Sinn. Aber ich habe so Bock, Boba Fett freizuschalten. Seine Serie ist ja mehr Mäh, ne? The Book of Boba Fett. Ist ja eher Mäh. Aber da kommt vielleicht noch zum späteren Zeitpunkt aufzusprechen. Momentan müssen wir nämlich die Pläne retten. Retten und in Sicherheit bringen. Brauchen wir einen Sturmtruppen. Hier geht's aber rein. Nein? Ist doch offensichtlich ein Weg da rein. Na gut. Komm. Ich muss noch wahre Jedi werden. Nein, mein Geld. Mein Geld. Komm her. Okay. Okay, dann mach ich sicher der Leier. Und Sternenhimmel. Und Blumen und ganz viel Geld. Ja, und damit ist es confirmed. Leia ist wirklich ein Jedi. Und da hilft er mir jetzt. Wow. Ey, das ist geil. Da bringt er die nämlich gerade um. Wie wir im Film zu sehen. Okay, das ist ein cooles Easter Egg, muss ich sagen. Und das hatten wir aber auch noch nicht. Der ist noch umgebracht. Oha, schlimmer Vader. Es sind Kinder anwesend. Okay, weiter geht's. Ich muss sagen, mir gefällt das Level. Muss ich sagen, haben sie gut umgesetzt. Aber war eigentlich gedacht, dass es ein bisschen kürzer ist, weil wir doch schon wahre Jedi sind, aber ich nehme es auch so. Aber vielleicht ist das ja schon das, der finale Abschnitt. Aber viel mehr gibt es jetzt auch nicht. 3PO und R2. Wir befreien euch! Einfach links, rechts der Watsche gegeben. So, ich weiß nicht, ob ich mit euch jetzt zurückgehen kann. Nein. Ach komm. Das machen wir nachher im freien Spiel. Leia versteckt sich jetzt. Wir müssen jetzt mit den Plänen abhauen. Okay. Auch wieder geil, dieser Lego-Humor. Erinnert mich fast ein bisschen an die Parodie von Family Guy. Wer die nicht kennt und ihr feiert Family Guy, auf jeden Fall anschauen. Die haben die originalen Filme, also Episode 4 bis 6 parodiert. Mega, mega geil. Episode 6 sogar in 16:9. In geiler Grafik. Episode 4 und 5 glaube ich leider noch nicht. Weil es halt dann schon noch ein bisschen älterer Film ist. Kann der es auch machen? Schade. Hätte ich ihm gegönnt. Aber gut. Hey, ich. Achso. Ich habe so einen Kran. Muss ich dem retten oder was? Hä?
Der Arme. Und wo ist er hin? Tschüss. Oha, wie brutal. Oha. Er hat gedodged. Ja, also ich muss sagen, das Level gefällt mir mega. Sind gute Gameplay-Mechaniken vorhanden. Kann ich dich jetzt auch spielen? Rebellenfreund, na gut. Dann spielen wir den auch mal. Cool, cool. Aber ich muss das glaube ich sowieso mit R2 darüber. Nein. Hier. Dann ist hier oben was zu holen. Bist du dumm? Aber ich komme da gar nicht rüber. Aber wer soll denn 3BO rüberkommen? Ach so, lol. Aber ja, genau, er geht rüber, geil. Komm. Ja. Mega geil. Muss ich sagen. Auch eines meiner Lieblingslevel auf jeden Fall. Also wenn das so schon anfängt. Und so endet's. Nein, wenn das so schon anfängt. Mega Bock. Das Level ist immer noch nicht vorbei. Muss noch mehr unserer Rebellenfreunde befreien. Und da kommen noch mehr Sturmtruppen. Aber wir schlagen die links, rechts. Und sogar ein Offizier dabei. Was ist mit dem los? Ist der Urlaub? Oder ist es dein Bewerbungsgespräch? Falsch gekleidet, mein Lieber. Oder versteckt sich auch hinten. Auch das Level kann mega geil werden in der Skywalker Saga. Durch die neuen Mechaniken ist ja viel mehr Taktik. Aber ich habe mega Bock. Habe ich schon, glaube ich, oft gesagt. So, was ist hier? Sturmtruppen. Okay. Schade. Das Level ist auch schön lang, ne? Viel Gang herumlaufen, aber funktioniert. Okay. Jetzt sind wir auch schon bei den Rettungskapseln, wie ich das sehe. Okay, alles aufmachen. Tschüss. Das ist meine Rettungskapsel. Soll ich die benutzen? Na, da komme ich nicht rein. Welche soll ich denn benutzen? Ja, hallo, ist halt befreit. Fuck. Nehmen einfach die hier. Oder muss ich beide aktivieren? Was ist mit euch? Ihr seid schon befreit. Ah, okay. Ich habe gedacht, ich hau jetzt instant durch einen ab. Wo ist dein Arm hin? Na gut, hast noch einen linken. Und so bekam 3BO seinen rechten roten Arm. War es der rechte Arm? Das weiß ich gar nicht. Wurde das irgendwann mal erklärt? In irgendeinem Comic wahrscheinlich, ne? Aber in dem Film natürlich wieder nicht. Baby!
Alter, wie viele Sequenzen wir noch am Ende bekommen haben. Alter, geil. Prinzessin Leia. Captain Antilles. Der Rebellenfreund. Und das war's. Baridi. Haben wir bekommen. Mindikids habe ich gar keins, oder? Wow. Ja. Es wird hoffentlich im freien Spiel besser werden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Mal wieder. Hat mega Bock gemacht. Ich glaube, man hat einen guten Vorgeschmack bekommen, was uns in den kommenden Parts erwartet. Ich hoffe, ihr freut euch. Like da lassen, dann kommt der nächste Part schneller. Wir sehen uns. Bis dahin. Und ciao.